Hi, hi and welcome, hi, zu Ramadan Vlog Nummer 16. Heute sind dabei Keeps Cringe, Memo mit 5O, Berkant Abicim, der uns zu einem 5-Sterne-Restaurant eingeladen hat. Hype. Eingeladen nicht, ich bringe euch nur dorthin. Eingeladen? Ich habe mein Portemonnaie nicht mit. Also Bro, wenn du uns nicht eingeladen hast, dann kann ich auch woanders essen. Dann müssen wir da gar nicht hingehen. Du Kayserili, du. Was war das? Hä? Boomershit. Ey, ist das teuer? Hast du Geld dabei? Ich kann aufhören, meine Hand so komisch anzufassen. Ey, ich habe kein Geld dabei. Ey, ist das eigentlich so ein Türken-Ding, dass die, egal was die kaufen, die lassen die Folie drauf bis zum bitteren Ende? Bro, sieht mir ein bisschen zu sehr luxuriös aus, der Laden. Was sagst du, Memo, mit 5O? Ja, ich guck mir gerade die Karte an. Ulla. Sieht schon mal vielversprechend aus. Auf jeden Fall. Also ich muss sagen, ich habe noch die Preise nicht angeguckt, aber Berkant, ich kann dir guten Gewissens sagen, die Karte sieht sehr teuer aus. Was sagt Berkant, Abi, zu dem Spaß? Ja, Bro, das war jetzt unerwartet, sorry. Lösch das. Bismillah. Wolltest du erklären, was das ist? Achso, warte. Erklär. Rechts ist selbstgemachtes Brot, in der Mitte selbstgemachtes Butter. Und ich bin der Meinung, links war so eine Paste mit, ich glaube, Oliven oder sowas. Also selbstgemachte Olivenpaste oder sowas. Mit so, also so ein kleines Häppchen einfach. Das sind auch diese Nusret-Salz-Dinger. Ey, das ist echt fresh. Das sieht ehrlich sehr professionell aus, muss ich ehrlich sagen. Und ich habe noch nie in meinem Leben so eine Butter gesehen. Was ist das? Wir haben hier jetzt Dun Chorbashi oder wie man das nennt. Ich glaube, übersetzt Hochzeitssuppe. Da sind wohl so Fleischstückchen drin. Habe ich noch nie gegessen. Ich probiere mal. Okay, Bismillah und rein damit. Füllst du die Suppe? Mach Salz rein. Du tust noch Salz rein? Ja, dafür ist Salz. Die ist aber übersalzen, sein Vater, finde ich. Es kann sein, dass du das genau falsch denkst, weil die nicht gesalzen ist, das längste Welt übersalzen. Wirklich? Ja. Ich probier mal, Digga. Ich weiß, ich fühle die Suppe gar nicht, Digga. Walla null. Ist so was Eigenes. Also ich gebe der Suppe so eine gut gemeinte 5. Was willst du geben? Ich würde eine 8 geben. Eine 8? Okay. Ja. Da unterscheiden sich wohl unsere Geschmäcker. Malik, du? Für mich ist das auch so eine 7,5, würde ich sagen. Für mich ist das ein 9. Der türkische Feinschmecker. Das ist eine Boomer-Suppe. Je älter du wirst, desto besser schmeckt sie. Okay, komm. Der Typ hat den Tisch aber auch voll süß angerichtet, wallah. Also hier sieht man den ganzen Spaß an einem Stück. Bro, die übertreiben todes ihre Lage. Guck mal, wir haben Cola bekommen und hier sind so Bambusstrohhalme drauf. Was ist das? Ich habe halt meinen Bambusstrohhalm so in der Mitte gedrückt einmal und der ist einfach zerbrochen. Hä? Und da kommt so wenig raus und guck, es fließt die ganze Zeit runter, Bro. Katastrophe. Für die Umwelt. Guck mal hier. Das Brot, wie weich das ist. Unnormal weich. Hä? Das ist so ein weiches, süßes Brot, Digga. Bro, ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben so ein weiches Brot gesehen. Und hier ist so eine Wurst drin, gell? Ja? Okay, Bismillah. Ist geil? Geil, ne? Man hat auch gesehen, das zergeht voll, ne? Boah, hier ist so Käse, diese kleine süße Wurst, das Brot. Alles auf Sweet angelehnt, Digga. Ja. Völlig tot. Boah. Aber die Wurst ist scharf. Oh mein Gott, die ist scharf. Aber so leicht. Ey, das ist ja todesweich. Das ist wie so ein Omelett gefüllt, ne? Ja. Hier, ich pick das alles mit der Soße und so, dies, das. Malik, Malik, schaffst du es in einem... Nee, halbe, ah, halbe. Kann ich machen. Dann sehe ich aus wie ein Affe, Digga. Ist wahr. Ist heftig. So ist geil, da ist auch Mayo und so drin, glaube ich. Kann das sein? Also ich sage euch eine Sache, das für das, was ist, ist eine 10 von 10. Ja, ja. Ehrlich. Ich weiß nicht, was es ist, aber ist geil. Ich gebe dem Spaß eine 9,4. Ich fand schon sehr lecker, Bro. Seitdem wir in Istanbul sind, habe ich kein einziges Mal Steak hier gegessen. Also das ist das erste, das nennt man doch ein Steak, oder? Das ist Steak. Okay. Also was haben wir hier? Steak, Rahm, Spinat, Dingsbums da, Couscous und irgendeine Soße. Was war die Soße nochmal? Ich habe auch keine Ahnung. Rahmsoße. Jetzt hat man das Fleisch, das aussieht schön rot, Alter. Ja, doch. Magst du das so rot? Mhm. Manche Leute fühlen das ja auch nicht, gell? Digga, ich kann sowas gar nicht. Das sieht gar nicht gut aus. So ungewohnt für uns, ne? Ja, wallah. Okay, so, doch, das ist ein gutes Stück. Bismillah. Hast du gut gemacht. Bismillah.
Ich hätte echt gedacht, dass es viel kaugummiartiger sein wird, weil es ein bisschen schwer zu schneiden war. Es ist extrem butterig. Vielleicht Salz? Ich glaube, Salz fehlt. Kann das sein? So auf Nusret angelehnt. Jetzt komm, wir nehmen dieses Stück, Malik. Das Ding ist, von klein auf mag Abo eigentlich dieses Fett nicht. Fühlt ihr das Fett? Aber das Fettige macht gerade das ganze Geschmackhaft. Ja. Bismillah. Mit Salz um einiges besser. Auf jeden Fall mit dem Salz gebe ich eine 8,4. Weil ich kann mir vorstellen, dass es Steak gibt, was wahrscheinlich viel besser schmeckt. Was würdest du geben? 8,5, 8,6 geben. Salz ist gut, aber ich habe viel besser gegessen. Gut, dass er mir das bestätigen kann, weil ich habe noch nicht so oft in meinem Leben Steak gegessen. Wie der reiche Mann Berkant Abidjim. Was sagen Sie dazu, dass Sie ein junger Entrepreneur sind? Ich bin 39, Bro. So traurig. Ich habe hier dieses Bonfilet. Ich habe das extra bestellt, weil hier ist auch kein Prozent Fett drauf. Erstens das. Und es sieht schon sehr saftig aus. Ich bin sehr gespannt. Guck mal, wie fett das ist. Boah. Es sieht aber ehrlich für meinen Geschmack ein bisschen zu rötlich aus, Bro. Man könnte sagen, es ist fast schon am Leben. Ja. Doch, doch, von da sieht es nice aus, von der Seite. Wie nennt man es? Medium Rare? Medium Rare, ne? Ja, ja. Ja. Okay, let's go. Salz, vielleicht Salz, Bro. Ich würde Salz drauf machen. Ich glaube, das ist ja geil, ja. Und Salz, glaube ich, hilft dir. Ich glaube, das ist aber viel besser als deins. Glaubst du wirklich? Also dieses Bonfilet ist wirklich sehr zart, aber nicht hart. Ich glaube aber auch wirklich, Salz schmeckt besser als unseres, Junge. Kannst du mir ein ganz kleines Stückchen machen, so? Damit ich nicht zu viel wegfresse? Meinst du? Okay, ich bin gespannt. Boah, doch, doch, das sieht schon gut aus. Bisschen lang. Das ist geiler. Doch. Ja, viel besser. Viel besser. Weicher? Ja. Memo, deine Bewertung fehlt nur. Mein Fleisch? Was gibst du dem Steak? Ich würde so eine 8 geben. Eine 8? Es ist gut, aber du findest auch Besseres. Ja, safe, gell? Ja. Aber es ist sehr gut. Ich meine, weil das Ding ist, es ist auch gut Medium, also das können auch nicht viele. Wenn du sagst Medium, weil dann wird es entweder zu krass rot oder es wird zu krass durchgebraten sein, aber hier ist es eigentlich optimal. Ich finde es gut. Ulla, der Kenner, Digga. Eigentlich nicht, aber ja. Warte. Also ich weiß nicht, was es ist. Ich war mir so sicher, dass meins leckerer ist als eures. Aber Memo hat mir gerade so ein saftiges Stück von ihm gegeben. Und Walla, ich sage euch ehrlich, das ist sogar leckerer. Aber das ist wirklich eine 9,8 für mich. Das ist zarter, ne? Ja, geil. Ich sagte, warum? Es ist zarter, es ist halt, also es sind dünnere Scheiben. Und bei seinem hast du so einfach zu viel rotes Fleisch, so wie so ein Kaugummi einfach. Also ich habe das Bonfilet voll gefüllt und es war gar nicht Kaugummi-konsistent. Guck mal, beides ist gut, das ist Geschmackssache. Okay, komm. Inzwischen befinden wir uns auf der europäischen Seite. Berkant Abidjim wollte uns den besten Nachtisch auf der ganzen Welt zeigen, aber der Laden war wohl irgendwie plötzlich wie vom Erdboden verschluckt. Jetzt gehen wir zu Hafiz Mustafa auf, spontan angelehnt. Ja. Das Ding ist, ich hatte vorhin schon geschworen, dass ich zahle, aber ich wusste nicht, dass wir zu Hafiz gehen, Jungs. Was ist das? Eib einfach. Nee, ich bin zu viel. Hey Memo, du musst es eigentlich wieder sagen, den legendären Satz. Leute, wir sind hier bei Hafiz Mustafa aus dem Jahre 1864. Hey Malik, sag mal ehrlich, Walla, Hafiz Mustafa hat so einen einzigartigen geilen Vibe, ich schwöre. Hafiz Mustafa ist es, Digga. Ich find's auch geil, dass alles hier auch auf Englisch steht. Ja, und nicht ja. Nur auf Türkisch. Das ist so praktisch für uns. Und alles sieht einfach so köstlich, schmöchtlich, saftig, knackig aus. Und man hat das Gefühl, egal was du an Nachtisch hier zu dir nimmst, du kannst nichts falsch machen. Guck mal allein diese Karte an, Charlie, die Schokoladenfabrik. Na. Guck mal, wie geil das aussieht. Na. Einfach fresh. Und auch dieser Dresscode hier mit diesen roten Mützen und so weiter und so fort, mit diesen weißen Gewand. Das sieht einfach fresh aus. Ich fühle das auf ganz andere Ligen, Wallah. Und das ganz Komische ist irgendwie, die Mitarbeiter sind alle so gut gelaunt. Kriegen die fünfmal mehr Lohn, Berkant? Was ist los? Und die arbeiten im besten Laden in Istanbul. Ja, Wallah, die sind alle so glücklich, gell? Natürlich, bin ich auch glücklich. Berkant Abidjim hat sich so Trileche mit Kaffeegeschmack gegönnt. Ihr wisst selber, Süßigkeit mit Kaffeegeschmack ist nicht so meins. Das ist geil, das ist für mich 10 von 10, aber das ist nicht jedermanns Sache. Walla, das ist so weird für mich und Malik, wir checken das gar nicht. Aber, ja, wir checken das nicht, aber Tiramisu zum Beispiel schmeckt mir. Schmeckt das wie Tiramisu? Nicht so. Danke. Ja, ja, du zahlst ja.
Doch, ist geil. Das schmeckt nicht komplett wie Kaffee. Probier mal. Okay, ich bin gespannt. Digga, es ist geil, es ist geil. Das Soße sieht geistkrank aus. Besonders war eigentlich ist gut. Das ist ehrlich fresh. Es schmeckt krass. Ja, ist geisteskrank. Man schmeckt kaum Kaffee-Dings raus irgendwie. Und es schmeckt wie guter Kaffee. Ja. So leckerer Kaffee. Es schmeckt so, als ob du Cappuccino trinkst. Zum Glück nicht so ein... So Milchkaffee. Genau, Milch, genau. Ja. Schmeckt sehr, sehr nice, doch. Ich würde dem so eine 8,8 von 10 geben. Berkan meinte 10 von 10. Ich liebe Kaffee. Ich habe mir so, sorry by the way, wenn ich das falsch ausspreche, ich habe mir so Triliche mit Safran oben drauf gegeben. Safran ist ja so dieses Premium-Gewürz, gell? Eigentlich schon, ein bisschen Premium. Geh bismillah. Du hast schon sehr vielversprechend aus. Also, guck mal hier. Ulla. Was mit dem Brie hinter dir? Geistkrank lecker. Ehrlich? Natürlich. Das ist geil. Findest du sie geistkrank lecker? Walla ist geistkrank lecker. Der Nachgeschmack. Ja, ne? Er schmeckt ein bisschen chemikalisch, ja. Aber der erste Biss ist geil. Ich find's trotzdem leckerer als dein. Walla? Walla? Nein. Never. Einiges. Never. Ehrlich? 9,2 gebe ich dem. Walla mit Herz und Seele. Krass. Okay, ey, warte, warte, eine Sache. Seht ihr diesen Jungen? Ich habe ihn die ganze Zeit gefilmt. Ihr habt ihn gesehen, die ganze Zeit. Und er hat sich jetzt extra dahingesetzt, damit man ihn in der Kamera sieht. Er sieht aber klug aus. Ey, was habe ich hier überhaupt? Was habe ich bestellt? So Künefe-mäßig. Künefe mit zwischendrin einer komischen Panade und Pistazien. Ich liebe Pistazien, ihr wisst. Ist das Gushonka? Nein, das ist doch kein... Warte. Das ist kein Gushonka, ich glaube, das ist die Creme, die auf dem Trilich drauf ist. Ich will nur was sagen, ohne dass du es jetzt essen tust. Werde ich es fühlen, was sagst du? Das ist das schlechteste Tattle, den man überhaupt essen kann. Was ist Tattle? Nachtisch? Nachtisch halt. Aha. Oh nein. Stimmt es? Kurzes Update. Wir sind inzwischen bereits seit 1-2 Stunden zu Hause angekommen. Ich habe auf Instagram bereits Bescheid gegeben, dass ich heute auf Twitch nicht live gehen werde. Ich dachte, ich mache mal einen entspannten Hasen. Oder nein, warte, wenn ihr diesen Vlog seht am nächsten Tag, dann bin ich höchstwahrscheinlich wieder nachts live auf Twitch. Random Gedanke von mir, wisst ihr, was ich by the way voll krass finde? Ich war ja schon richtig oft in Moscheen hier in Istanbul und jedes Mal, wenn ich in diese Moscheen reingehe, 90% der Leute, die du da siehst, sind so richtig süße, alte, türkische Opis. Und das Ding ist halt, meist wissen die das auch todes zu schätzen, wenn die da irgendwie Jugendliche sehen, die auch beten, die auch gerne in die Moschee gehen und so weiter und so fort. Also man merkt, wie krass ihnen das am Herzen liegt, dass auch eine junge Popularität dort vorhanden ist. Aber leider gibt es dann immer wieder diese 1-2 Leute, die dann grimmig gucken und so böse sind und keine Ahnung, ist immer so weird. Zum Beispiel gestern, wo wir da in der Moschee waren, wo ich euch auch mitgenommen hatte. Wir saßen da halt am Boden und haben gechillt, bis Tarawih-Gebet angefangen hat. Plötzlich ein Mann kommt ran, der guckt uns so voll böse an. Und ich meinte so, Salam Aleikum Abijim, meinte ich so. Und er hat so böse zurückgeguckt und nichts gesagt. Ich dachte mir so, hä, was ist deine Mission so? Muss jetzt nicht sein. Naja, khair inshallah. Aber ich will nicht nur das Negative ansprechen, ich will euch auch ein Positivbeispiel geben. Neben mir saß halt ein älterer Herr und ich habe dem Allah Kabul Etzin gesagt, also nachdem wir mit dem Gebet fertig waren. Der hat sich todes gefreut, so. Man hat das wirklich an sein Gesicht gemerkt. Plötzlich er fängt an, voll die Konversation mit mir zu führen, so. Da hat mir an die Schulter gefasst, dies, da. Ich habe halt nichts verstanden, dann irgendwann mal, so nach 10 Sekunden meinte ich, Abi, Türk Bilmiyorum, sage ich so. Ich glaube, der wollte mir die heftigsten Lebensweisheiten mitgeben und ich habe am Ende des Tages gar nichts verstanden. Belastender Hase. Aber ihr merkt, ich bin dabei, ein bisschen hier und da Türkisch zu lernen. Läuft schleppend voran, seitdem Ramadan angefangen hat. Aber was soll man machen? Man kann ja nicht 10.000 Sachen gleichzeitig machen, Friends. Alles mit der Ruhe, mit Sabr, dann wird das schon. Ey, was auch noch richtig sweet war, voll viele von diesen Opas hatten mit ihrem Enkelsohn so einen Tag verbracht und sich dazu entschieden, mit dem in die Moschee zu gehen und dem so ein bisschen zu zeigen, wie es da abgeht, dem ein paar Sachen beizubringen und so. Für die Umma. Das war wirklich schön. Ihr müsst es euch einfach nur bildlich vorstellen. Eines Tages, Papi Julesen, erfolgreicher Businessman, Entrepreneur auf Halal Olsun Basis angelehnt, unterwegs in der Hagia Sophia Moschee, Tarawih am Beten mit seinem Enkelsohn. Inshallah. Das sind die wahren Erfolge im Leben, Friends. Merkt euch das. Oh, stimmt, hätte ich fast vergessen zu sagen. Eine Sache, die mir noch beim Tarawih-Gebet aufgefallen war, wir haben ja 20 Rakat gemacht, okay? Und der Imam hat so extrem schnell rezitiert, oh mein Gott, das war nicht mehr Double Time, das war schon auf dieser Triple Time Liga, versteht ihr, was ich meine? Ich habe auch gesehen, als wir die Moschee dann verlassen haben und alle haben diese islamischen Mützen abgezogen,
Die waren alle verschwitzt, als ob sie gerade vom Sport kommen. Heute essen wir zu Sahur Wurstaufstrich, Fladen, Käse, Ketchup Mayo Fusion ist immer dabei. Und zum Abspülen eine Pepsi Max. Fresh. Bismillah. Das war's auch wieder mal mit diesem kleinen, süßen, actionreichen Vlog. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wie ihr im Hintergrund erkennen könnt, in Istanbul City geht langsam die Sonne auf. Ich sollte lieber schnell schlafen gehen. Es ist Haya-Haya-Zeit. Danke euch für den geisteskranken Support. Und wie immer gilt, stay fresh, stay halal, stay away from fitna. Und Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.